Der Verlust des Arbeitsplatzes trifft normalerweise schwer. Denn mit ihrer Arbeit verdienen sie das Geld für ihren Lebensunterhalt und gegebenenfalls für den ihrer Familie. Außerdem gibt sie ihrem Leben auch Sinn und Individualität. Arbeitslosengeld 1. Manchmal läuft es im Leben nicht ganz wie gewünscht und man verliert seinen Arbeitsplatz. Wenn Sie in der Vergangenheit mindestens ein Jahr einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit nachgegangen sind, haben Sie ein Recht auf Arbeitslosengeld. Der Umfang der Zahlung macht in etwa 65% des vorherigen Einkommens aus. Schämen Sie sich nicht und nehmen Sie Ihr Recht wahr, schließlich haben Sie in diese Versicherungsleistung eingezahlt. Um Arbeitslosengeld 1 zu erhalten, müssen Sie sich persönlich bei der Agentur für Arbeit arbeitslos melden und die entsprechenden Anträge ausfüllen. Zudem dürfen Sie in einem Minijob oder in selbstständigem Kleingewerbe bis zu 165 Euro dazu verdienen. Arbeitslosengeld 2. Auch wenn es ähnlich klingt, ist das Arbeitslosengeld 2 eher als Grundsicherung des Lebensunterhaltes ähnlich der Sozialhilfe zu verstehen. Wer länger als ein Jahr arbeitslos ist, gleitet danach in das Arbeitslosengeld 2 über. Jeder Mensch zwischen 15 und 67 Jahren, der arbeiten kann, hat ein Recht auf diese Grundsicherungszahlung. Sie enthält die Übernahme der Wohnungskosten bis zu einer bestimmten Grenze und einen Bargeldanteil von zurzeit ca. 300 Euro für eine im Haushalt lebende Person. Allerdings ist es nicht so einfach, wie es klingt. Normalerweise werden Sie oft zum Jobcenter gebeten und müssen Ihre Finanzen offenlegen. Außerdem wird von Ihnen erwartet, dass Sie sich um einen neuen Arbeitsplatz bemühen. Da Sie nur eine Grundsicherung erhalten, werden Sie sich einschränken müssen. Wenn Sie in diese Notlage geraten, scheuen Sie sich nicht, diese Leistung in Anspruch zu nehmen. Beantragen Sie entsprechend Ihr Arbeitslosengeld 2 bei dem zuständigen Jobcenter.